Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Minecraft. In der letzten Folge hatten wir noch ein bisschen die Schmiede schön gestaltet und ich hatte noch ein paar Flaggen aufgehängt und die Materialien vor allen Dingen dafür gefarmt, für die Schmiede und für die Brücke hier. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das die Ender-Festung oder wie sich das nennt finden. Und da versteckt sich ein Creeper, hallo? Und ein Skelett, auch gut, Vorsicht. Nein, mach doch nicht so eine Scheiße! Oh, was denn? Du kickst den voll in meine Richtung. Entschuldigung. So, wo ist denn jetzt mein Pferd hingerannt? Siehst du das irgendwo? Ach, hier im Stall steht's und dreht Kreise. Auch gut. Hallo, Pferd? Geh mal raus hier. Sonst klemme ich mich hier ein. So. Dann reiten wir jetzt erstmal ein kleines Stück in die. Was macht der Esel hier? Ach, wieso fragst du Witzig. überhaupt noch? Ja. Reiten erstmal ein Stück in die Richtung, weil in die Richtung ist das Auge geflogen. Wir müssen es ja jetzt nicht jedes Mal schmeißen. Nur wissen, wohin wir ungefähr müssen. Und wenn es dann mit Vorsicht hier ist, eine Kluft. Loch im Boden. Dingens. Muss mal hier rumreiten. Badum. Warte. Jo. Noch einer. So, warte. Ich schmeiß kurz nochmal das Auge. Fliegt immer noch dahinter. Gut, wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn es doch so nahe gewesen wäre. Toll, jetzt müssen wir mit dem Pferd durch den Wald, oder was? Hier, guck mal, hier ist doch eine Lücke. Oh, hier ist aber auch Wasser. Ja, toll. Nicht schlimmer ist, als mit Pferden durch den Wald zu laufen. Vor allem, wenn ich Auch dich wieder dann nicht Wasser. finde. Und Wasser. Ja, so dichter Wald ist ganz schön. Au, ouch, ouch. Ganz schön nervig für Pferde. Au. Aua, aua. Unsere Pferde hier durchschieben. Vor allen Dingen müssen wir unsere Pferde dann einbauen, wenn wir angekommen sind. Nicht, dass die sonst wohin rennen wieder. Weil Leinen habe ich jetzt keine dabei. Und die bringen ja auch nicht wirklich was. Weiß schon. Huch, nein! Wieso ist es denn jetzt wieder aufs Wasser rausgeschwommen? Du sollst hier an Land gehen, du Pfeife. So, jetzt schmeiße ich nochmal so ein Auge. Liegt immer noch da. Ich denke mal, wir müssen da auch noch ein Stück. Will nur halt nicht, dass wir so weit reiten und dann müssten wir gar nicht so. Oh, ups. Huch! Blödes Buschwerk. Bist du jetzt hier nach links oder nach rechts? Ja, hinter dir bin ich. Hier können wir durch. Hüpf, Pferdchen, hüpf. Ah. Ey, es wäre viel einfacher zu Fuß gewesen, ehrlich. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ganz ehrlich, da kommt man insgesamt schneller bei durch. Weg, weißt schon. Ja, ich wusste ja nicht, dass jetzt hier Wald kommt. Ja, super, es ist immer klasse, wenn du dich voll in meinen Weg stellst und ich fast das Ding abgebaut habe und dann ist Verzeihung. es. Ich wollte nur helfen. So viel Wasser, ey. Ist zum Kotzen. Na super, Pferd. Ja, lass mal unsere Pferde hier einbauen irgendwie. Hast du Dreck dabei oder so? Ja, aber viel jetzt auch nicht, glaube ich. Dann bau mal so ein großes. Ich halte die derweil ein bisschen hier. Bau mal ein großes Viereck. Am besten schon ein bisschen um die rum. Reicht das? Ups. Ja, klar. Zwei hoch, ne? Ja.
Und ich habe keinen Dreck mehr. Tja, dann hol dir noch irgendwo welchen raus. So, ich hoffe, wir finden das auch wieder. Dann geht's jetzt weiter, ja, zu Fuß. Hast schon recht, ist besser durch den Wald und das ganze Wasser. Ja, das ist echt ätzend. Wie sind sie so schnell durchs Wasser gekommen? Ich habe Depth Strider auf meinen Schuhen. Das geht ein bisschen schneller. Ups. Hätte verschwunden. Toll, jetzt ist das Auge weg. Echt jetzt? Ja. Ja, super. Hey, du hast so eine Hand. Nein, das ist ein 2. Ich habe ja 2. Ja, wo soll das denn sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja das Doofe an den Augen, dass die manchmal verschwinden. So, toll. Guck mal, ein braunes Schaf. Huh. Noch ein braunes Schaf. Wäre schön, wenn du auf mich warten könntest. Warum? Was ist denn? Ach so, ich bin schneller. Entschuldigung, das vergesse ich. Ich bin schnell. La 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 Schafe. Es könnten mal Kühe da sein, die könnten wir wenigstens töten. Würde uns was bringen. Auf. Durch. Ein schwarzer Hase. Hasen bringen auch was. Bin hier in die Richtung, ne? Jetzt hast du es eingesammelt. Sorry, warte. Ja, es könnte sein, dass wir der ganzen Sache näher kommen, wenn sich die Richtung ein bisschen mehr anpasst. Jetzt mit dem Auge ab. Ja. Oh. Das ist Loch her. Ja. Naja, ich glaube, so weit nach rechts war das jetzt auch nicht. Ja, ich laufe jetzt wieder gerade. Ich musste ja nur irgendwie da durchkommen, ne? Nach links. So, jetzt werfe ich das nochmal. Und da war's kaputt. Na toll. Dann kannst du hier was aufbauen. Schild. Hängt das da dran? Nee, hängt das was? Daran oder so. Warum willst du das da oben ranhängen? Warum nicht? Ja, das bringt uns doch nichts. Da kannst. Na egal. Was? Ja, ist ja wurscht. Einfach nur, damit es markanter ist, dann, wenn man hier vorbeikommt. Was soll ich draufschreiben? Falls bis ich. Keine Ahnung, Enderauge verbraucht oder so. Na super. Okay. Ich hab gedacht, vielleicht reicht das. Doof, dass die kaputt gehen. Ja, muss ja auch ein bisschen Herausforderung sein. Jo, aber wenn das halt weit weg ist. Und du ja, kannst, stimmt, wahrscheinlich stimmt. Ist das eine. Huch! Das ist bestimmt eine Wahrscheinlichkeit. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von, was weiß ich, 20%, dass es beim Werfen kaputt geht. So. Oh. Wenn das jetzt richtig weit weg ist, brauchst du da so viele Ender-Eyes. Ja, müssen wir mal ein paar Enderman farmen. Oh, wenn das so einfach gänge. Erstmal müssen sie da sein und dann musst du noch töten können. Oh, stimmt. Ich habe schon länger keinen mehr gesehen. Auf jeden Fall, das nächste Mal, wenn wir hier unterwegs sind, müssen wir uns merken. An diesem Ding links vorbei von uns gesehen. Hast du dir denn die Koordinaten gemerkt oder aufgeschrieben oder so? Nö, aber ich weiß, wir sind nur in die Richtung gerannt. Und das hier ist ja wirklich markant, dieser riesengroße Fels. Ja, hier. Das stimmt schon. Jetzt müssen wir nur noch unsere Viecher wiederfinden. Und das war ja nur in diese eine Richtung her, ja, die ganze Zeit. Also von daher auch nichts. Warte mal, lass mal hier an den Felsen unsere Unterkunft für die Nacht schlagen. Eine gute Idee.
Bett. Huch. Hallo. Du stehst irgendwie da so in mir. Bett. Schön. Unicorn squish burned to death. Ja. Müssen wir jetzt nicht drauf rumreiten. Oh, unfair, ich will auch so schnell sein. Musst du dir deine Schuhe verzaubern. Und hoffen, dass Depth Shredder draufkommt. Das ist echt praktisch. Du bist durchs Wasser genauso schnell wie an Land. Nur, dass du halt nicht sprinten kannst, aber. Aber trotzdem. Macht schon einen großen Unterschied. Ja, und da sind unsere Pferde. Hallo, Pferdis. Oh, da bist du ja schon. Bitte. Bevor wir noch mit den Pferden über den Felsen kraxeln müssen. Ja, ne, das ich macht nehmen wir die gar nicht mit. Macht in die Richtung wirklich keinen Sinn mit den Pferden. Ganze Mistwald und alles. Ich laufe hier ein bisschen rechts rum. Da ist dann auch freie Wiese da rechts. Da geht's dann bestimmt besser. Ja, ich schaffte schon alleine nach Hause. Ja, ist ja quasi nur geradeaus. Wo bist du? Ich hänge immer noch im dummen Wasser rum. Ich warte. Pferde könnte man, Kühe könnte man ja mal finden, aber nee. Irgendwie hoch, Vorsicht. Nur Karnickel. Auch ein ganz schön schwarzes Loch da. Ah, da kommt schon unsere Brücke da hinten. Yippie. So, war ein ganz schön gewaltiger Ausflug, der uns nicht wirklich was gebracht hat. Doofe Enderaugen, ey. Jetzt wird jeder Enderman getötet, den wir sehen. Ja. Hab ich ja schon gemacht. Oder versucht zumindest. Hallo Esel. Das habe ich ja schon versucht, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. So. Gerd, weh, du fällst ins Wasser. Kam die da eigentlich immer raus? Oder Esel und so? Ich habe die wieder rausgeschoben. Ach so. Ich stelle das mal ein bisschen vom Hafen weg. Auch ein bisschen zu sehr Angst sonst. Okay, ich gehe noch mal kurz in den Nether, einfach weil ich Bock drauf habe. Ja, viel Spaß. Dum. Wir gerade mal ein paar Viecher töten, einfach so aus Spaß. Living Terror. Das ist echt schweinemäßig gefährlich hier, der Ausstieg. Wenn hier mal was steht, was dich runterschubst. Ich baue hier mal eine Mauer hin. Ein kleines bisschen. Oh, hallo Lohe. Piu. Hallo. Zombie Pigman. La Lilu, hier ist es ganz schön dunkel.
Hello again, la 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 la. Tja, ich bin ja eigentlich hierher gekommen, um ein paar Monster zu töten. Aber die Monster haben scheinbar keine Lust, getötet zu werden, oder? Ich weiß nicht. Da waren zwar gerade mal Zombie-Pigmen, aber das waren auch nur vier. Nicht so viel, also. Hätte ich Oh, jetzt ehrlich oh, gesagt auch nicht an denen ihrer Stelle. Lassen. ein Magma-Slime. Wofür braucht man den? Magma-Slime zu haben? Und den braucht man wofür? Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Für. Ich weiß nicht, für. Dinge. Ich glaube, Für Dinge. Tränke zum Beispiel. Also kannst du da damit einen Trank brauen, der dich unverwundbar gegen Lava macht. Also kannst du dann in Lava rumlaufen. Okay. Was braucht man nochmal zum Verzaubern? Level und Lapis Lazuli. Ach, doch, bis jetzt nehmen wir das. Ja, ich fürchte, mit 8 Leveln werde ich nicht mehr viel machen können. Ich glaube, für die erste Verzauberung brauchen wir 7. Ah. Und da kann das für die Schuhe rauskommen? Ja, aber halt auf einem niedrigen Level. Aber es kann rauskommen, ja. Das kann zufälligerweise passieren. Hier geht's nicht weiter, na gut. Was ist denn das? Auch nicht, was? Da ist Protection, dass er rauskommt. So, kriegst du nicht so viel Schaden von Creepern. Ja, aber das wollte ich nicht. Das bringt sogar auch EP. Hier das Netherquarz abzubauen. Witzig. Ja, keine Ahnung, dieses eine Vieh klingt ja, als würde es hier irgendwie mal lachen, so oder irgendwas. Macht das ja die ganze Zeit. Einfach, wenn ich hier bin, schon noch mal ein bisschen Netherquarz mit. Falls du mal irgendwas aus Quarz bauen willst. Ja, passt irgendwie nicht so ganz in unsere Welt, finde ich. Quarz? Also in unser Baustil-Zeugs. Ja, nicht so gut, Aber aber an sich würde ich vielleicht schon gerne irgendwo. mal was bauen. Wenn du sowas bauen willst oder dekomäßig. Ja, dann schon. Blöde Lohe. Oh, da ist noch ein Slimy. Oh, ich ist ja. Die klingen so süß. Ach du Scheiße. Was denn? Kämpfst du gegen eine Armee? Nö. Das hat er so auf mich geschossen. What the fuck? Ich glaube, das Server hat Nee. geleckt oder so. Oder kein Lack. Irgendwie schlage ich das immer zurück, aber es zählt nicht, dass ich zurückgeschlagen habe. Komisch.
Jetzt zählt er es. Das wieder nicht. Jetzt verzieht sich's wieder, jetzt fliegt's einfach weg. Feigling. Die Nether Festung scheint ganz schön riesig zu sein, Herr. Alter Schwede. Wird übrigens gleich Nacht. Wo? Oh. Hallo? Zombie Pigman. Und ich habe wieder zwei Goldschwerter gefunden, super. Du bringst mir voll. Du kannst schlafen. Nether ist unabhängig von der Oberwelt. Ach, okay. Kannst trotzdem schlafen da, wenn ich im Nether bin. Feigling. Der schießt immer von ganz hinten. Fühlt sich dann ganz toll wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Denkt, er kann was. Ist das so ein... Ah, das ist echt finster hier. Junge, Junge. Trotz, dass hier überall Lava ist. Ich frage mich, was es hier so an und für sich zu finden gibt in diesen Festungen. Also irgendwelche coolen Sachen, die es nur hier gibt. Außer halt die Lohen und so. Ich denke mal, es wird einfach so wie in der Mine sein. Oder nicht? Keine Ahnung. Möglich ist es. Ein paar Blöcke hoch und dann darüber. Ach du Scheiße, Lava! Verbrennen. Nö, ich hab Fire Protection, alles gut. Gehen wir halt hier oben rüber. Geht ja auch. Hallo, hallo. Fliegen daneben, mein Freund. Oh, jetzt sind wir hier hingekommen, wo wir schon waren. Naja, was weiß ich. Ich glaube, hier waren auch die anderen schon drin. Wahrscheinlich haben die einfach alles ausgeräumt, was es hier schon gab. Falls hier irgendwas gibt, sowas wie Truhen oder so. Doof. Dann haben die das alles schon. Würde ich wetten. Dann komme ich auch zurück. Was soll's? Zack. Ah, schön hell ist es hier. Hallo? Also beim Wechsel von den Welten, jetzt sind wir noch ein bisschen rumbacken, wie es aussieht. Jetzt bin ich wieder so zurückgesetzt irgendwie. Nun denn. Du leuchtest. Ja. Zwei Teile, aber okay. Nuggets. Goldschwerter, falls wir die nochmal für irgendwas brauchen. Glaube ich zwar nicht. Bones und Rotten Flesh. Bones. Rotten Flesh. Und hier oben haben wir dann noch.
Blaze Rods, wir haben Netherrack, wir haben Nether Quartz, wir haben Nether Brick und das war's. Ja, haben wirklich viel erreicht in dieser Folge. In der nächsten Folge machen wir dann irgendwas anderes. Mal schauen, was es wird. Guter Plan. Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Plan. Schön, dass ihr reingeschaut habt und bis zur nächsten Folge. Tschüss!